Hallo und herzlich willkommen zurück zu Projekt Deutsche Garage. Wir sind wieder unterwegs mit einem Deutschen, den ich schon lange nicht mehr gefahren bin. Und diesmal ist es das Stuck 3G. Das Sturmgeschütz 3G auf Panzer 3 Basis. Ja, von dem Ding wurden über 8000 Stück gebaut und es sieht hier im Spiel ein bisschen seltsam aus für diejenigen, die das Ding schon mal gesehen haben. Denn wir haben hier eine komplett andere Kanone drauf. Wenn wir hier mal schauen, wir haben hier mannigfaltige Möglichkeiten für Kanonen. Allerdings macht nur die 7,5 Pack 42 L70 Sinn. Allerdings, die gab es nie auf dem Fahrzeug. Ja, wäre viel zu groß gewesen. Deshalb, theoretisch müsste man mit der Pak 39, beziehungsweise eigentlich wäre es die Stuck 40 Kanone gewesen, L48, müsste man mit der durch die Gegend fahren. Und das hier wäre das originale Stuck 3G. Ja, aber wir werden zum Zwecke des Spiels und damit ich auch ein bisschen was treffe und ein bisschen Schaden mache, die große Kanone geben, hier niemals verbaut worden ist. So, das gute Stück hier ist nicht mal schlecht, hat relativ wenig Hitpoints, 460, wir müssen also aufpassen, dass wir nicht aufgehen. Dafür haben wir aber ausnahmsweise mal einen Kommandanten mit Lampe und wir haben sogar 80mm Wannenpanzerung. Da kann mal was bouncen, yay! Ja, ist das einzige Stück mit 80mm Wannenpanzerung. Außerdem haben wir hier durch eben die Kampfwertsteigerung, die Wargaming dem Ding gegeben hat, weil sie es einfach nicht hingekriegt haben, die Kanonen zu balancen, haben wir hier eine sehr, sehr gute Kanone für Stufe 5. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem Stuck 3G zusammen mit dem lieben BKM und Punisher aus Clan Mu. Hallihallöchen. Hallihallo. Guten Tag. Achso, weil ich immer mal wieder gefragt werde. Clan Mu kann man natürlich beitreten, aber ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und ihr müsst die Anforderungen erfüllen. Das sind nicht hohe Anforderungen, aber ihr müsst dann auch wenigstens eine Bewerbung schreiben. Nicht nur, hey, nehm ich auf, sondern hi, ich bin der und der, bin so und so alt, würde gern mitmachen oder sowas. So, los geht's. Dann gucken wir mal. Also anders ausgedrückt, stellt euch vor, es ist ein Bewerbungsgespräch. Ja, so schlimm ist es nicht. Aber ne, wir kennen euch ja nicht. Geht immer davon aus, dass wir euch nicht kennen. So, gucken wir, was wir hier mit unserem Stuck 3G machen können. Wir werden es jetzt der Kürze halber einfach nur Stuck nennen. Und schönes Ding eigentlich, gefällt mir. Ich hatte von Revell mal ein Stuck 4 als Modell. Ein 1:72, war niedlich. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Okay, ich bin hier ein bisschen alleine auf der Seite. Kein Problem, wenn ich vorzeitig was sehe. Aber gegen Stufe 6, wir müssen nur aufpassen, dass der KV 2 nicht trifft. Und die Arti. Arti könnte gefährlich werden. Wolverine ist drin, ne? Ne, der steht oben. Der steht oben am Stein. Treffer. Ich mag die Kanone. Das Ding sollte die Kanone nicht haben, aber sie hat's und einfach böse. VK sehe ich leider nicht. So, wir haben jetzt das Problem, wir sind hier quasi nur zu dritt auf dieser Seite. Und wir schützen die Artis. Alles, was hier durchkommt, muss sterben. Das heißt, wir können jetzt hier nicht aggressiv vorrücken. Wir müssen ein bisschen auf unser Team hoffen. Oder auf die Artillerie. So viel dazu. Uni, mach langsam. Kann ich hier helfen? Sollte der Wolverine nochmal aufgehen, kann ich eventuell drauf schießen. Oh, ich habe ihn nochmal getroffen, sehr gut. Nee, kann ich nicht, steht hinterm Stein. Ah, okay, du hast. T-34 kommt rechts rum. Jetzt können wir aber theoretisch Pudis Position einnehmen. Ja, weil ich war eben schon ein Stück weit davor, ich glaube nicht, dass hier hinten viel steht. Nee, nee, da steht nicht viel. Die sind alle am Strand, guck dir das an. Ja, ja, das ist... Wir müssen jetzt hier oben aufräumen. Als wäre nie Corona gewesen. Oh. Oh, der VK steht oben drin. Er fällt wieder runter. Bleib hier. Oh, jetzt ist er tot. Okay, ein T-34 könnte ich kriegen. Jetzt wünsche ich mir, ich wäre ein bisschen schneller. Ich wünsche, ich hätte Splash. Wünschte, ich würde hier hinten mal was finden. Okay, also wir konnten hier nicht viel machen, weil das Gegnerteam irgendwie nicht an uns vorbeikam. Bereit zu feuern. Der ging nicht durch. Egal, mach mal den Rest da weg, bitte. Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Wir haben das Ziel verloren. Erwischt. Weil wir daneben geschossen, sehr gut. Ja, Moment, ich hab's. Warte, M10 krieg ich, M10 krieg ich, vielleicht. Also er steht irgendwo. Ne, den krieg ich. Was ist er denn? Ja, warte, ich
Warum guckt der eigentlich immer auf mich? Weiß ich nicht, aber wenn. Wenn er sich zurückzieht, kriege ich nicht mehr. Obwohl, vielleicht. Ne, krieg nicht mehr. Schön. Jetzt haben wir da unten nur noch den Endboss in Cover 2, ne? Ja, da ist noch der Franzose. Ja, für die Offensive ist der hier nicht unbedingt geeignet. Er hat zwar ein bisschen Panzerung, es bounced mal was, haben wir gerade eben doch gesehen. Das war NPC an die Kette, aber manchmal bounced was. Ich würde es aber nicht empfehlen, den hier auf Angriffskurs zu fahren. Kann man halt machen, wenn man halt nichts anderes mehr zu schießen. Willst du die Arti? Dann gehe ich auf den KV 2. Ich versuch's. Geht bestimmt gut. Der verfehlt mich bestimmt. Ganz ja, bestimmt. Ich kann dich auf den schießen, der ist zu weit weg, ne? Also, Banshee! Komm ich ran. Jetzt komm ich ran. Ich hab deswegen den ganzen Clip versaut. Ja, das ist Bickheim. Lass ihn rauskommen. Ja. Nice one. Deine Kugeln, die fliegen halt lange. So, Stock 3. Ja, offensiv. Funktioniert nicht so gut, weil wir einfach ein bisschen zu langsam sind, aber ich mag die Kanone. Oh Gott, jetzt hab ich's gesagt. Hast du es wenigstens nach dem Gefecht gesagt? Versuch's ja schon immer, aber gut. Was haben wir hier gemacht? Wir haben zweite Klasse, weil wir haben einfach nicht viel getroffen. Schade, nur 977 Schaden. Es gab einfach kaum Gegner. Aber 21.000 Credits und ja, meine Crew macht sich langsam. Sobald sie auf dem ersten Perk sind, werde ich hier auch den nächsten Plus nehmen. Er levelt ja sowieso. Gut, dann mal Runde 2 mit unserem Stock. Ich hoffe jetzt mal defensiv. Runde Nummer 2 schiebt uns direkt ins 7er Gefecht, juhu, gegen KV3, hurra, P43, IKV und M12, ouch. Wenn die trifft, bin ich tot. Die kann mich one-shotten. Los geht's! Uni, was machst du? Ich fahr nach rechts, such mir deinen Busch und lass meine Schere arbeiten. Okay, also ich gehe erstmal nach links hier, guck erstmal, ob ich mich da hinstellen kann. Wenn da zu viele stehen, hau ich ab und stell mich irgendwo oben in die Basis oder so. Schauen. Wenn da nur einer drin steht, ist okay. Können wir uns dazu stellen. Wenn da zwei drin stehen, wird es übel. Ich habe übrigens hier kein Fahrnetz drin. Das sollte ich vielleicht nochmal überdenken. So eine Aktion hier. Genfernrohr ist gut und schön, aber wenn man offen ist die ganze Zeit, ist das ein bisschen blöd. Mhm. Okay, bisher ist noch nichts Großes da. Okay, sieht aber gut aus, wir haben hier Platz. Lad mal APCA, weil ich weiß, dass da gleich ein KV3 um die Ecke kommt. APCA macht sage und schreibe 194 Durchschlag, das reicht. Reicht auch für den. Da ist eine Arti offen. Oh, die ist weg. Sehr gut, die kleine Mini-Arti ist weg. Aber wo ist der KV3? Der ist nicht hier vorne an der Ecke. Noch nicht. Okay, das heißt, ich gehe auf den Hügel. Weil wir hier hinten nichts mehr machen können. Müssen wir uns jetzt sofort verlegen. Und da wir den Hügel haben, naja, eignet sich der hervorragend. Wir hätten auch hier oben zum T34 fahren können oder hier unten auf C8 bzw. auch A8, A9. Das wären Möglichkeiten gewesen. Aber die offensivste Möglichkeit ist die Mitte. Und weil wir ja auch einen Scout da oben haben. Zwei sogar. Oh, ich bin offen, die kommen rum. Das schaffen die schon. Wir haben einen Tiger. So, wir sind aufgegangen. Das heißt, wir werden jetzt mal mit Zickzack fahren hier gegen die Artillerie. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir der da drüben helfen können. Ich bin in Schussweite für den M4. Und für den VK. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh, hat den weg. Am Stein. Oh. Okay, der weiß, dass ich da bin. Der schießt mit seiner High-Active Blinde den Busch, der M4. Okay. Uff. Ja, auf den kann ich gerade nicht mehr. Ich muss mich kurz verlegen. Moment. Ja, ich muss auch weg. Da oben kam der Leo an. OK, vielleicht. Jetzt kommt IKV. IKV darf nicht mich
bewegen, so. War jetzt gefährlich, was ich gemacht habe, weil ich kam nicht schnell genug zurück, dass der uns nicht sieht. Aber da er sich bewegt hat, seine Schere nicht an und deswegen hat er uns nicht gesehen. Okay, könnte ich kriegen? Nee, doch nicht. Okay, ist weg. Hier oben. Wenn der M4 nochmal rauskommt, kriege ich ihn. Sieht ganz gut. André, kannst du da was machen mit dem Leo? Mhm. Moment. Ich hab kurz den M4. Nee, ist nicht da. Ja doch, komm ich ran. Geht denn hinter in den Steiner? Ja, ja. Hab ich ihn getroffen? Ja, hab ich. Ja, passt. Nochmal. Warte, Schuss liegt. Für diejenigen, die sich fragen, ob man Ziele hinter den 500 Metern treffen kann, ja, kann man. Das ging natürlich daneben. Ja, ist raus, sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder. Mach langsam. Da ist der M4. Ich glaube, daneben ist auch vorbei. Oh, Mist. Den ELC hat zum Besuch. Okay, der M4 hat sich verzogen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Rückwärtsgang ist allerdings nicht so gut hier. Ist der KV3 da bei euch unten? Oder? Unten, ja. Gut. Der M4 hat sich komplett verzogen, ich habe jetzt noch den ELC hier vor der Nase. Ich kann ihn dir aufmachen, wenn du willst, aber... Nee, halt nicht viel. Ich kann da nicht drauf wirken, das funktioniert nicht. Es kann gar keiner drauf wirken, das ist immer eine Sache. Oh, ja, ich muss mir jetzt sowieso mal kurz... Ja. KV3 ist fast tot. Okay, machen. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich könnte Proximity aufmachen. Kannst versuchen zumindest. Nee. Warte, warte. Oh, hi. Okay, die haben irgendwas noch in der Base stehen, was mich spottet. Jetzt hier so um. Lass mich kurz drehen. Gegnerische AD countert mich. Interessant. Okay. Bei BKM kriegst du den M4 da? Ich hab gleich ein anderes Problem, dass ich mich aufgehe durch den ELC. Gegner M12 verunfallt. Okay. Wir wurden entdeckt. Okay, ELC ist raus. Ich könnte mir KV3 holen. Ich rutsche. Mehr Nägel. Danke. Nein. So, wo ist der M4? Wie viel ist noch dran an dem? Am M4 sind noch... 300. Der ist raus. Wow, A44. Ne, der, Easy 8. Da ist er, 200. Ach, der. Shot. Okay. Ja, mit etwas Glück kriege ich ihn. E43 auf den. Oh, wieso muss das ein P43 sein? Der hat so große Kanonen. Vor allem, der ist noch voll HP. Oh, der DS schießt auch auf mich. Er weiß nicht, wo ich bin. Echt jetzt? Ein HP? Ich muss mich weiter zurückziehen. Ich muss den M4 hier arbeiten lassen. Ah, okay, die gucken beide jetzt zu mir. Alles gut. Die kommen beide hier hoch. Ja, da kann ich aber nicht helfen. Noch nicht. Jetzt vielleicht, wenn er hochkommt. Noch ein bisschen. Ja. Jetzt sich wieder zurück. Schön. Ist tot. Ey, dieser eine Busch hier, ne, hat mir gerade so dermaßen das Leben gerettet. Das ist unglaublich. Oh, wer kennt den denn jetzt? Sehr gut. Schön gemacht. Ja, Stuck 3. Macht Spaß. Wir haben übrigens einen Schuss kassiert, einen einzigen und sind runter auf 50% Hitpoints. Aua. Man muss mit dem Ding echt aufpassen. So. Okay, wir sind auf Platz 3 vom Schaden her. Das reicht mir in einem Low-Tier-Gefecht. Das ist okay. Und 16.000 Credits haben wir eingenommen. Ja, also schönes Ding. Hauptsache, man
weiß ungefähr, wie das mit dem Sichtsystem funktioniert. Und eventuell bin ich ja echt am Überlegen, ob ich hier vielleicht noch ein bisschen was an Tarnung zulege, weil dann wird das Ding richtig, richtig gut. Gut, das soll es doch erstmal für heute gewesen sein mit Deutscher Garage Stuck 3G. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, bis bald, Amu. Tschüssi. Tschüss.